Das Leben in einer WG könnte so schön sein. Die Eltern sagen euch nicht ständig, was ihr zu tun und zu lassen habt. Du hast interessante Mitbewohner, die aber nicht alle so ticken wie du. Habe ich einen Fehler gemacht, in eine WG zu ziehen? Versteht mich nicht falsch, natürlich will ich nicht zurück ins Hotel Mama. Ich wollte erwachsen werden, unabhängig sein und vor allem mein eigenes Zimmer haben. In einer coolen, hippen Wohngemeinschaft mit coolen, hippen Menschen, in einer coolen, hippen Stadt. Doch wo fängt man überhaupt an? Schließlich bin ich nicht die Einzige mit solchen Plänen. Junge Menschen aus allen Ecken des Landes wollen ein gutes Zimmer in einem angesagten Großstadtviertel. Doch wie viel kostet das? In Deutschland gehen die Mieten ganz schön auseinander, weil manche Städte mehr, manche weniger begehrt sind. Fakt ist, im Durchschnitt kostet ein WG-Zimmer fast immer weniger als eine Einzimmerwohnung. Ihr wollt euch einen Überblick verschaffen? Dann checkt den Mietspiegel. Der ist zwar nicht verbindlich, hilft aber beim Vergleich mit anderen Städten. Falls euch Suchmaschinen zu aufwendig sind, könnt ihr den Mietspiegel beim örtlichen Mietverein, der Gemeinde oder der Stadtverwaltung erfragen. Was ist euch also wichtiger? Im hippen Zentrum zu wohnen, wo immer etwas los ist? Dann spricht alles für ein WG-Zimmer, da Einzimmerwohnungen in solchen trendigen Gegenden deutlich teurer sind. Manche möchten aber nicht so viel Action vor der eigenen Haustür. Die ziehen dann in Gegenden, die etwas außerhalb liegen. Dort kommt dann auch eine eigene Wohnung in Frage, denn die Mieten sind niedriger. WGs sind bei Studierenden am beliebtesten. Lisa zum Beispiel wohnt jetzt auch in einer. Doch das war nicht immer so. Nach dem Auszug aus ihrem Elternhaus ging es erstmal ins Studentenwohnheim. Die Waschmaschinen sind mein persönliches Lieblingsthema. Ich denke mal, jeder, der mir auf Twitter folgt, hat das inzwischen schon mal mitbekommen, dass mir halt dann und wann mal Sachen geklaut werden. Heute zum Beispiel sind mir Sachen direkt aus der Waschmaschine geklaut worden. Also die Waschmaschine ist noch gelaufen. Jemand hat die angehalten und Sachen rausgenommen und hat auch meinen Wäschekorb mitgehen lassen und so weiter. Das ist natürlich super ätzend. Ja, aber das ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen davon abhängig, mit welchen Leuten man so zusammen wohnt. Ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, für mich persönlich ist das einfach nichts. Und ich finde es irgendwie schöner, wenn jemand da ist, wenn ich nach Hause komme. Und deswegen habe ich mich dann für eine WG entschieden. Ein weiterer Vorteil an der WG ist, dass man schnell Anschluss findet, gerade auch wenn man in einer fremden Stadt ist. Und dass man gemeinsam mit den Mitbewohnern Dinge unternehmen kann. Klar, in der WG muss man sich Bad und Küche teilen. Aber es ist so, dass man dann eben auch mehr Platz hat und mehr Raum in der Wohnung. Und deswegen würde ich mich wieder für eine WG entscheiden. Doch nicht alles ist so gesellig, wie es klingt. Viele Leute bedeutet viel Potenzial für Konflikte. Und wie ihr diesen Stress vermeiden könnt, weiß Felix Barton. Der hat nämlich seine Bachelorarbeit zum Thema Putzpläne geschrieben. Ja, Putzpläne. Die sollen euch helfen, mehr Struktur in eure WG zu bringen. Also die These war, der Putzplan kann dabei helfen, wenn man persönlich mit der Wohnsituation unzufrieden ist. Und dann vermittelt er ja entlang eines Wertes, nämlich Gleichheit und Gerechtigkeit, der irgendwie für alle anderen auch kaum ablehnbar ist. Felix Barton sagt aber auch, dass der Putzplan Streit provozieren kann. Er kann nämlich dazu führen, dass Mitbewohner zu Putzkontrolleuren mutieren und den Rest der WG als Faulpelze dastehen lassen. Jonas hat sich deswegen für die eigene Wohnung entschieden. Alleine wohnen ist schon klasse, aber auch nicht ganz billig. Denn es kommen jede Menge Kosten auf einen zu. Neben der normalen Miete gibt es zum Beispiel die Nebenkosten wie fürs Internet, für Strom, für die Heizungen, aber auch normale Möbel oder zum Beispiel Haushaltsgegenstände muss man ganz alleine bezahlen und kann man sich nicht aufteilen. Oder was ist zum Beispiel, wenn der Wasserhahn anfängt zu tropfen? Also ich bin, was so Reparaturen angeht, komplett unbegabt und müsste den Hausmeister oder einen Reparaturservice anrufen. Was ist, wenn man auf der Toilette sitzt und kein Klopapier mehr hat? Ja, man hat niemanden, der es einem bringt. Also man hat echt im wahrsten Sinne des Wortes verkackt. Aber wie gesagt, Freunde, ich habe mich trotzdem fürs alleine Wohnen entschieden und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, ich kann so laut Musik hören, wie ich will und so laut zocken, wie ich will, denn manchmal raste ich aber ganz schön aus und das hat meine Mutter damals ganz schön gestört. Dann kann ich so lange duschen, wie ich will, weil niemand ins Badezimmer muss. Und das dritte und allerwichtigste Argument, ich kann nackt durch die Wohnung laufen, so viel ich will und es stört niemanden. Wenn eine eigene Wohnung für euch nicht in Frage kommt, bleibt eben nur noch die Wohngemeinschaft. Ich zum Beispiel habe bereits in 5 WGs gewohnt und ich mochte es, dass man immer jemanden zum Quatschen hatte, aber man musste wirklich darauf aufpassen, dass die Stimmung immer top bleibt. Alter, Hobbys, Lebensweise. Es muss einfach passen, wenn Menschen zusammenleben möchten. Der perfekte Mitbewohner kann kontaktfreudig sein und ständig neue Gäste anschleppen oder sich in sein Zimmer zurückziehen und sich nur selten blicken lassen. Sauberkeit, Haustiere, Zigarettenqualm, Allergien. Überall kann es unterschiedliche Ansichten geben. Wichtig ist, dass ihr euch im Alltag nicht gegenseitig auf die Nerven geht. Pro und Contra abwägen und wirklich ehrlich zu euch sein. Dann vergrößert ihr eure Chancen, in einer WG richtig glücklich zu sein.
Doch was ist, wenn es dafür schon zu spät ist? Wenn ihr schon so genervt von dem anderen Menschen seid, dass ihr am liebsten den Mietvertrag nehmen würdet, ihn auflösen, verbrennen und vergraben wollt? Ja, was ist dann? Also zunächst einmal würde ich vorschlagen, dass man sich wieder einigt und weitermacht, denn ansonsten kann es problematisch werden. Wenn alle WG-Mitglieder den Mietvertrag unterschrieben haben, sind alle Hauptmieter und das bedeutet in der Konsequenz, es kann nicht einer aussteigen und die anderen bleiben drin, sondern mitgehangen, mitgefangen. Wenn alle drei einen Mietvertrag unterschreiben, müssen alle drei den Mietvertrag kündigen, müssen alle drei raus. Einer allein geht nicht. Deshalb der Pro-Tipp, setzt einen Mietvertrag für eine WG auf. In diesem Vertragsverhältnis könnt ihr die Mitglieder einfacher austauschen, aber nur, wenn ihr vorher um Erlaubnis gefragt habt. Wenn der Mieter vernünftige Gründe hat für die Untervermietung, also finanzielle Gründe sind extrem vernünftig, dann muss der Vermieter zustimmen. Der Hauptmieter trägt in der WG die ganze Verantwortung gegenüber dem Vermieter. Das ist ungefähr so, wie wenn man alleine wohnen würde, aber die ganze Zeit Gäste da hätte. Am Ende des Tages müsst ihr euch selbst hinterfragen, möchtet ihr euch eine eigene Wohnung leisten oder doch lieber in einer WG wohnen, auch wenn man dabei mit Kompromissen leben muss? Pro, günstiger als eine eigene Wohnung und man teilt alle Rechte und Pflichten untereinander auf. Contra, ich habe weniger Freiräume, vor allem wenn ich mal alleine sein möchte. Pro, ich lerne sofort neue Leute kennen. Contra, die kleinen Macken von diesen Leuten können dich wahnsinnig machen. Ach, mit den richtigen Leuten ist eine WG doch nicht so übel. Da braucht man doch keine Putzpläne oder sonst was. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Plan und Los. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt uns unbedingt unten in die Kommentare, was für ein Wohntyp ihr so seid und was für Geschichten euch schon passiert sind. Und in der Infobox gibt es noch ein weiteres spannendes Funkformat. Draufklicken, das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.